So, wir sind weiter, Leute. Und ja, ich habe ausgerechnet die Erwiri einzige Ruine erwischt, wo diesen Bug hervorrufen kann. Ja, aber wir haben. Allerdings war ich auch so leicht zu blöd rauszufinden. So könnte ich mir ja trotzdem zu umgehen. Bei keiner anderen Ruine wäre das passiert. Und deshalb gehe ich natürlich auch in die verbuggte Rand auch rein. Also, Natürlich. sind die Ruinen jetzt eigentlich anders oder immer noch gleich? Scheiße, so laute Soundgeräusche. So, das ist sie also. Die letzte Hürde, die wir zu nehmen haben. Wir haben einst von Silke gesagt bekommen, die ursprünglichen Eingänge sind nicht mehr verfügbar. Warum müssen wir uns durch die Hintereingang schlagen? Ich bin gespannt. Na fein, genug geredet. Anders, Silke ist ja auch nie wieder aufgetaucht. Richtig, nur am Anfang, oder? Hier hat alles angefangen. Und hier wird auch alles wieder enden. Man darf gespannt sein, was uns dort erwartet. Genau wie damals. Drei Ruinen, drei Gefährten, zwei Einzelgänger. Ich lasse mich überraschen, ob wir das Zeitportal wirklich erschaffen können. Ach, nebenbei das. Wir machen es mal ganz nebenbei gleichzeitig in Anführungsstrichen. Richtig. Wie können Sie es gleichzeitig schaffen, ohne irgendwie ein was zum in der Richtung zu haben? Ich setze es einfach raus. Gute Voraussetzung. Ja, das ist so. In der Realität könnte das leider niemals klappen, dass man auf gut Glück versucht. Nee, da bräuchte ich eine modernste Technologie. Selbst ein Walkie-Talkie wäre zu ungenau. Yep. Theoretisch hätte man da einfach die Toleranz ein bisschen nochmal ausweiten können. Zum Beispiel, dass es nur in einem gewissen Zeitraum ein bisschen mal geöffnet werden müssen. Alle drei Ruinen müssen im Zeitraum vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang aktiviert worden sein. Dann könnte man das mit der Sonne regeln. Dann hätte es allerdings auch so sein können, dass jeder es allein, also dass sie immer gemeinsam in die Dampfkammer gehen. Ja, dann hätte es auch wieder noch mehrere schaffen können. Mir hat das einfach der Gedanke gefallen, dass. Oder dass man die Ruinen sowieso nur nachts über betreten kann, aber tagsüber aktivieren muss. Ebbe-Flut-Regel. Dass die Eingänge tagsüber überschwemmt sind. Da hätten es auch drei gleichzeitig sein müssen. Ja, das ist viel, ich sag mal. Auslegungssache, wie man es gerne hätte. Yep. Andererseits habe ich solche Spiele auch schon öfter gesehen, wo die angeblich genau das richtige Timing hatten. Nicht genug nachgedacht. Check. Oder nicht nah genug an der Realität dran gedacht. Ist Fantasy, da geht das. Für ein Fantasy-Spiel ist es grundsätzlich immer ein bisschen unlogisch. Ja, aber man darf es halt nicht übertreiben. Gewisse Regeln sollten trotzdem noch eingehalten werden. Das ist richtig, wenn du von einem Berg von 7000 Kilometer runterfällt, sollte man doch tot sein. Nicht, wenn es ein Anime ist, dann ist es unlogisch. Ich meine, da fliegen sie einmal ins Universum auf dem Boden und leben noch. Ja, die Dragon Ball. Dragon Ball, Team Rocket. Jeder Edgy-Anime, wo der Hauptcharakter von den Mädels ständig verprügelt wird und in den Himmel gesteuert wird. Weißt du, wie oft die da teilweise von Gebäuden runterfallen und nicht dabei abkratzen? Nö, das ist doch, ich sag jetzt mal, authentisch. Soll ich mal fies sein? Nö, da war nur eine Truhe. Richtig. Sag bloß, es kommt der Detail ist so. Nee, Fitness geht's weiter. Okay, wir sind in den Ruinen drin, Leute. Oh, Vampire's Dawn Chipset. Das erkenne ich sogar. Von dieser miesen Höhle, wo man Abraxas das erste Mal trifft. Genau, richtig.
weil das Chipset allerdings nicht so beliebt ist. Das war, ich habe es in der Demo ursprünglich sogar mal verwendet, öfter. Haben wir es in den meisten Maps ausgetauscht. Ja, wenn man es gerade mal in dem anderen vergleicht, ist es ziemlich hell. Ja, das ist richtig. Im Vergleich zu den anderen Sets ist das definitiv hell. Eigentlich zu hell sogar. Für eine Höhle mit Sicherheit. Da müsste man dann mit den Schatten arbeiten. Ich wollte nur mal sagen, dass du schon mehrmals an der Treppe nach unten vorbeigerast bist. Mehrmals, das heißt, sie ist hier irgendwo. Da oben. Das kommt mir bekannt vor. Ratte! Oh yes. Knallt aber ordentlich. Ich wäre jetzt auch ziemlich. Würde mich auch ziemlich verarscht fühlen, wenn die Gegner jetzt dort Immunitäten gegen Schatten aufweisen würden. Ja, ich weiß, dass alle immun ich meine alle ganz normal anfällig gegen alles, also neutral. Eben, das hätte ich erwartet bei Stellen, wo sowieso welche, die nur eine Magieart einsetzen können, an solchen Stellen allein Pflicht hinrennen. Hätte ich erwartet, dass sie neutral sein müssten. Richtig. Hey, ich weiß wohl, aus welchem Spiel diese Spinne stammt. Sieh doch mal. Oh mal, stammt diese nicht aus Romancing Saga 3? Das könnte auch sein. Ja, der Jaffel lacht dich aus. Klasse, einfach dreimal zaubern, alle tot. Yep. Aber die Gegner haben. Ja, alles, noch viel lustiger. Yep. Mir fällt gerade auf, die Charaktere rennen hier allein rum, also haben sie auch nur alleine Erfahrungspunkte, die sie kriegen. Ja, das ist richtig. Und Alex muss schon als Pflicht wahrscheinlich am meisten Gegner töten. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie es bei der Helen aussieht. Asymmetrisch. Oh, das weißt du noch. Naja. Das sollte man wissen, weil das dann doch schon auffällt, weil wie viele nicht asymmetrische Räume gibt's schon? Das ist richtig. Dass es ihr dann auch auffällt, das ist schon merkwürdig. Also im Endeffekt sind übrigens jetzt vor dem Spaß die Gegner mit Absicht so mehr oder weniger schwach, ne? Ja. Nebenbei, wenn er lacht, versteht dich kein Mensch. Oh, okay. Und mich glaube ich auch nicht. Eventuell könnte sogar die Soundqualität für diese Sekunde beeinflussen, weil es relativ laut ist. Helen! Scheiße, erstmal ist die Treppe runtergekommen. Komm! Renn, Helen, renn! Yay! Ich darf mit dir allein rumrennen. Oh, sie hat sogar zwei Truhen hier gleich drin. Geil. So, Helen, das wird Zeit, die Gegner. Moment, mir fällt gerade auf, die Gegner geben von allen Gegnern am meisten Erfahrungspunkte auf nebenbei. Mal 7000 pro Gegner. Da geben drei von den Gegnern schon mehr als die größten Vierergegnergruppen woanders. Gut. Hey, ist doch schön, dann kannst du am Ende recht schön hier ein bisschen hochkraxeln. Da ich sie allerdings nur für einzelne Charaktere kriege, ist das nicht so dolle. Das ist richtig. Muss ich die Dungeons selbst eigentlich auch noch mal durchlaufen?
die Ruinen aus dem Tor. Ja. Okay. Ich komme dann, wenn du mit der Helle durch die Höhle durch bist. Hätte ich auch nicht anders erwartet. Es gibt hier kaum einen vierten Charakter, der in einer nicht existierenden vierten Ruine rumrennt. Oder? Nee, keine Panik. Ruhe. Grau. Ruhe. Da ich euch mehr oder weniger töten muss, werde ich euch jetzt mehr oder weniger töten müssen. Einer der sinnvollsten Sätze, die ich je von mir gegeben habe. Das ist so läuft, was für eine Waffe ist. Oh, haben die Viecher mir gerade nur 4 Schadenspunkte verpasst? Okay, ich habe mich nur versehen. Das ist auch, wenn die dich heilt. Immer wenn die dich hauen, kriegst du einen Lebenspunkt dazu. Regina, ich liebe dich. Ja, vielleicht frischst du jetzt erstmal deine MP ein bisschen auf. Vielleicht. Da ich sehe, dass ich an der Fledermaus beschissen vorbeikomme, ja. Danach muss ich mir erstmal wieder Tränke kaufen. Oder auch nicht. Endlich angekommen. Dieser Raum kommt mir bekannt vor. Ja. Irgendwie hier war der Eingang. Passt. Wie es in ein Kreuz passt, kann ich mir ja allerdings nicht ausmachen. Endlich aus der Höhle raus. Warte mal, den Raum kenne ich doch. Hier kommt das Amulett rein. Warum? Wieso hat Ellen so ein Riesen? Ja, Kreuz und er nicht. Ich glaube wegen der Synchronität. Irgendwie habe ich gedacht, dass... Ich habe schon gedacht. Gut. Ich würde aus den Höhlen gar nicht mehr rauskommen. Ich glaube, hier war ich schon mal. Ja, warum zum Teufel hat sie ein Rätsel? Ja, gerade gesehen. Irgendwas läuft da komplett falsch. Du gehst ganz unten am Rand nach ganz links. Ja. Ich dachte eigentlich noch weiter unten, aber ist egal. Da ist einfach auch was. Halt, sind keine? Hinter der Umrandung links, ja. Genau, und jetzt. Gut, dann ist es kein Problem mehr. Runtergehen, einen Schritt. Okay, ich hab's wieder. So, ich schaff's alleine. Ja, das ist schon. Na, war das Rätsel am Anfang auch schon da? Ja, aber noch ein bisschen anders. Gut, wieso hat sich das über die Jahrhunderte verändert? Weil die das so wollen. Der Bauer. Der Bauer? Damit bist wohl du irgendwie gemeint, oder? Ich sehe schon, wie Alex wieder die meisten Gegner verprügeln muss. Das Teil, das richtige Loch eingesetzt hast. Hinterher hast du die Teleporter auf dem Weg noch drauf. Da bist du immer noch was machen, du Ruhe. Aus dem Weg, gut. Machen wir wie Teleporter. Ahne Grausames. Ich ahne, da ich diesen Kampf irgendwie nicht kämpfen will. So, und jetzt einmal. Jetzt kommt erstmal wieder irgendein Scheiß.
Noch nicht. Noch nicht. Oh. Zauberrune erhalten. 76. Gut, jetzt bräuchte ich eine Mana-Auffrischung. Da hast du dir was gedacht? Ich habe gemerkt, dass die Gegner unnatürlich viele Zauberrunen geben. Wirklich? Aber später kann ich dir dummerweise nicht mehr trainieren. Oder etwa doch. Nein, hier kommst du nicht mehr rein. Schade eigentlich. Aber was kann ich jetzt noch lernen, was wirklich brauchbar wäre? Die Greifenzauber habe ich alle schon. Supi, ich habe es geschafft. Nun, nix hier raus hier. Ah, wieder diese verfluchte Höhenangst. Muss doch nicht sein, obwohl ich mich die Vogelgestalt etwas abgewehrtet hat. Der hatte Flugangst? Eine Trittplatte. Oh, viel Spaß. Solange die Gegner nicht wieder respawnen? Nee, das doch nicht. Gut, sonst wärst du nicht, hättest du gleich ein Problem gehabt. Na, waren die Trittplatten beim ersten Mal auch schon da? Es kommt drauf an. Je nachdem, in welches Loch du die das Amulett einsetzt, sitzt du da oder eben nicht. Heißt das, ich hab's ins falsche Loch eingesetzt? Sozusagen. Also der Gang mit der Rate. Beziehungsweise die Ratte muss ich jetzt so und so töten. Pech gehabt, Kleiner. Mal bei dem war es auch so, dass, wie mal, je nachdem, welches man einsetzt, die dann da sind irgendwie. Du hast mit der Ja geantwortet, oder? Weil ich die Antwort vergessen habe. Ja. Na gut, auch hier kann man nicht mehr viel falsch machen. Ich finde, es würde noch immer gut über meinen Kamin passen. Gut, dann wollen wir mal nix hier raus hier. Wieder über meine Höhenangst. Sie hat keinen Kommentar zu sagen? Nö. Jetzt wird geschlossen. Okay. Und die MP waren ja voll aufgeheilt. Ist mir bei Alex schon aufgefallen. Ich bin mir nicht sicher, ob du das sogar selber gemacht hattest. Oder ob das, ich das gemacht habe. Das hast du gemacht, weil bei Helen weiß ich, dass es nicht voll aufgeladen war. Allgemein, ich lade die Charaktere nie voll auf. Wenn ich nicht weiß, dass es einen Bosskampf gibt. Die haben dann immer nur um die 350, je nachdem wie viel da ihr letzte Mana-Trank so insgesamt gibt. Gerade in einem Spiel, wo man mit Mana eher sparsam umgehen sollte, wie diesen hier, sollte man nicht sein komplettes Mana auf etwas drauf verpulvern, wenn man es noch woanders brauchen könnte. Beziehungsweise ob es nicht eventuell sogar von allein geheilt wird. Da ist ja schon die Statue. Sehr gut, nun aber schnell zu den anderen. Bam, dünn, bremst. So Leute, ab nach Hause. Ich hoffe, es hat funktioniert. Lasst uns schnell zum Wald gehen, in dem das Portal ist. Speichern! Das Schnelle musst du dir leider noch ein bisschen verkneifen, Adam. Weil es jetzt erstmal noch ein bisschen Heilung gibt. Wir wollen die letzten nötigen Heiltränke und so und solches kaufen. Das wäre auch sehr schlau, müsste.
Mal sehen, jetzt haben wir auch die Vollsteine. Von denen mal so viele, von denen auch mal drei. Getränk, was voll Mana macht. 6 Stück mitnehmen. Allheilmittel. Wutsch. Jetzt habe ich erstmal genug zum Heilen. Ist und bleibt eins der geilsten Mieter.